Hallo meine Freunde, herzlich willkommen, Ekel Sonntag bei mir auf dem Kanal. Bleibt bitte noch dran, wir haben eine Überraschung für euch. Die seht ihr aber gleich, wenn wir im Studio sind. Also, immer schön dranbleiben. Gleich geht's los. EGTL, Liga Nummer 4. From changing over in the moonlight, I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. I don't know what starts to control. So einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Freunde des gepflegten Rennsports. Wir sind zurück, EGTL, und sind mit unserem Flugzeug, die ganze Streamer-Crew und natürlich auch die Fahrer nach Australien gereist. Mount Panorama steht heute auf dem Rennplan, quasi auf dem Zettel mit den Gruppe 4 Fahrzeugen. Ihr seht links die Zeitabläufe für den Sonntag bei mir in der Liga 4. Was? Ich will Achim sehen. Ja. Servus. Ich ziehe den Fisch. Das wirst du auch, David. Das ist geil, ey. Was für ein geiler Name. So. Ja. Achim kommt gleich. Jungs und Mädels. Heute Abend oder heute Nachmittag der Rennablauf. So, wir gehen gleich in die Lobby. Eine Outlap, zwei Hotlaps. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung. Und dazu spiele ich euch mal eine kleine Musik ein, so ein bisschen
Motivation, ein bisschen aufpausen der Musik und dann werdet ihr sehen, was mir für euch Fahrer hier als kleines Schmankerl, was ich die Macher, die ich so ausgedacht habe. Viel Spaß. Meine Freunde, hier seht ihr die kleine Überraschung. Die IGTL, die Orga hat sich was überlegt. Jeder Fahrer, egal ob Platz 1, 2 oder 3, bekommt diesen schicken Pokal. Ja, ist okay. Nein, das ist ja nur zur Spannung, Anna. Ja, die Orga hat sich überlegt, wir machen hier Pokale. Jeder Fahrer bekommt quasi auf den ersten drei Plätzen einen schicken Pokal, einen GTL-Pokal in dem Sinne. Finde ich eine ganz geile Aktion. Einfach nur als kleines Dankeschön, dass ihr mitgefahrt, dass ihr auch eure Leistungen euch immer dahinter setzt, hier euch fleißig trainiert und natürlich hier das Beste natürlich gebt. Das ist die kleine Überraschung hier von der Orga für euch. Also ich finde es eine richtig geile Aktion und jetzt gehen wir mal hier auf die Strecke und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich gehe Sonntag hier bei mir auf dem Kanal. Let's go Mount Panorama. So, Freunde. Wir können noch nicht auf die Strecke, aber gleich geht's los. Lobby ist auf jeden Fall eröffnet. Wir haben schon... Naja, na, aber ich glaube, ich schätze Achim schon so ein, dass er, denke ich mal, auf die anderen zwei verzichten kann, weil wenn er den goldenen hat, dann braucht er die anderen doch nicht. Also, heute dabei ist der Philips, der Coolman, der Achim, der Patrick ist dabei, der Blitz, sie dabei, Lindes ist dabei, Daniel dabei, ich bin natürlich dabei, ich fahre aber nicht. Ganz klar, Kloppo ist dabei und unser MyRef, unser Host, Ersatzhost ist heute die liebe Sarah. Falls was nicht funktioniert, springt natürlich unsere Dame hier ein. Und von daher haben wir eine schöne Strecke. Gruppe 4 Fahrzeuge, 50 Minuten volle Renn-Action, liebe Freunde. So, und dann schreiben wir doch nochmal in den Chat auszuhören. Hallo an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei mir seid auf dem Kanal. Für euch, für die einen, die brauchen erst einen Kaffee, Ausrufezeichen Kaffee in den Chat, Ausrufezeichen Kuchen für ein Stück Kuchen und Ausrufezeichen Schoki für eine heiße Schokolade.
Also, von dem her, fühlt euch bei mir wohl. Wir starten gleich Race Nummer 2 hier, Mount Panorama. Immer wieder eine geile Strecke mit vielen Tücken, egal ob es die SS sind oder halt den Berg erstmal rauf. Und von daher, und Sarah, wir hoffen es natürlich auch nicht. Genau, Wasser nimmt sich erstmal einen Kaffee. Ja, so habe ich auch bei mir. Und muss aber sehen, meine Lichtverhältnisse sind heute, glaube ich, nicht ganz so toll. Nö, Kamera ist heute nicht ganz so. Egal. So. So, genau. Ja, Anna. Anna, Sascha, Sarah. Hauptsache, du bist da und das ist das Wichtigste. So, genau, der Chat wird schon wieder bombardiert vom Achim, seinen Fanclub. Ach ja, an alle Fahrer danach, bitte, wir machen natürlich das Podium wieder, wir machen ein kleines Interview wieder danach. Das heißt, wir werden dann einen Chat eröffnen und ich versuche dann die Leute natürlich einzuladen. Ich habe eigentlich schon das letzte Mal die ganzen Mails rausgeschickt, die ganzen Anfragen rausgeschickt. Und dann hoffe ich, dass wir so ein kleines Interview zusammenbekommen. Letztes Mal war ganz lustig mit Achim. Philips hat leider gefehlt. So, und jetzt gehen wir hier auf die Strecke, Freunde. Dann machen wir hier mal alles an und gucken mal uns die Fahrzeuge an hier von den Kollegen. So, dann haben wir auf der Nummer 1 im Augenblick hier rausgefahren unseren Seal. Was ich habe gehört, du schaust das Rennen. Ja, natürlich. Klar schaue ich das Rennen der Liga 3 an. Natürlich schaue ich das Rennen an. Ja, ich muss, ich lasse es nebenbei laufen. Ich muss damit noch einen Stuhl aufbauen. Dass endlich mal meine Rückenprobleme hier besser gehen. So, also. Hier sehen wir unseren Seal mit der Dodge Viper. Dann haben wir unseren österreichischen Kollegen, den Lioness, hier mit dem... mit der Supra, mit die Supra, wie man es auch immer sehen will. Also unverkennlich hier Sound der Supra. Dann haben wir unseren Patrick, unseren VfB-Fan hier im McLaren. Dann ein Mercedes CSL, hier alte Generation von Blitz. Bin hochnotiert auf nachher nicht. Ja, Sarah, also Vollgas, come on. Es ist eh hier Sonntag, da muss man motiviert sein. So, dann der zweite Österreicher im Bund im Augenblick unser Tabellenführer. Ach Gott, war lauter, lasst mich ab, ich habe die Tabelle vergessen. Die füge ich euch gleich noch ein. War lauter, lasst mich auch mit, ist ja kein Thema. Machen wir schnell die Tabelle noch mit rein. So, Mount Panorama. Dann sehen wir es hier schnell. Ups, zack. Einmal schnell in Kleinformat. Um, und dann sehen wir es hier auch. Oder lass mich auch mit. So, also, Achim auf der 1, 32 Punkten vorm Blitz. Dann kommt der Philips. Daniel 23 Punkten, Patrick 22 Punkten, Manuel 19. Gourmet 18, Lindes hat 3. 3 hat auch der Alex, der leider heute Abend nicht dabei ist. Oder heute Nachmittag. Dann El Kloppo hat 0 Punkte und minus 2 haben unser Ice-T, unser Seal und der Afri. Das ist quasi die Tabelle am heutigen Nachmittag. So. Auf der 9, wie gesagt, unseren Kollegen Philips hier in der Corvette. Wie soll es auch anders sein? Na? Und El Globo hier mit dem Aston Martin auf der 10 im Augenblick. Na? Alle fahren im Augenblick ihre Outlap. Und dann schauen wir mal, hier sind wir schon auf der ersten gezeiteten Runde vom Seal. Hier in seiner Viper. Ich bin wirklich gespannt, wenn ich hier eine Stimme... Was? Werde ich... Was? Ja, okay, ich schau mal im Discord. Anna, wo hast du es hingeschickt? Discord auf die Liga 3 oder allgemein? Dass ich nur weiß, wo ich hingucken muss. So, kommt schön durch die Asses hier durch.
ist immer auch eine gewisse Mutsache, hier durch die SS hier zu fliegen mit den gewissen Fahrzeugen, weil schnell hast du mal einen Schaden. Aber das schaut im Augenblick sehr, sehr gut aus. Wir gehen auch mal schnell auf den Helm ein unseres Kollegen Seal. Auch den Farben angepasst. Ah, jetzt kommen die da. Nein, ist er nicht. Nein, Anna, nein, ist er nicht. Ich weiß, warum es das privat geschickt hat. Schauen wir, bleiben auf jeden Fall auf der ersten Runde mit drauf und dann wechseln wir natürlich auf die Jungs durch. Liga 3 werde ich erst recht. Und dann sind wir hier schon auf der Start- und Zielgeraden und die erste Zeit kommt vom Kollegen Seal mit einer 2:13.438. So, dann haben wir unseren Line-Desk 2:13.795. Patrick kommt auch schon drüber. Hier, Zeit ist eine 2:14.637. Der Blitz. Eine Outlap, zwei Hotlaps. So, 2:17, 2:37 beim Kollegen Blitz. So, dann haben wir den Daniel. Kommt jetzt auf Start und Ziel. Ah, noch ein bisschen das Gras mitgenommen, ein bisschen Dreck aufgewirbelt, aber sollte kein Problem sein. So, 2:13.740, Daniel, zweiter Platz im Augenblick. So, dann schauen wir beim Achim hier, Fanclub. Jetzt möchte ich aber mal was hören von euch. Kollege Achim. So, El Klopper hat verlassen. Ah, nicht gut. Nicht gut, wenn El Klopper verlässt. So, Philips hat sich auf die 5 vorgeschrieben. Zu 14.012. Dann haben wir unseren Coolman. Hat zu 27.177. Muss aber nichts bedeuten. Kann alles noch in der Runde 2 vorwärts gehen. So, El Klopper tritt wieder bei. Und unser Afri mit unser leider Modus-Schaden. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. So. Achim hat schon fast eine Sekunde Vorsprung. Wo sind die Gegner? Ja, die Gegner sind alle da. Sind alle da. Bisch ist. Rennen geht lang. Wir haben 15 Minuten voller Rennaction. Und unser Viagra-Fahrer hier im Bilde mit neuer Bestzeit hier, lila Zeit. Der kann auch einen Fehler machen. Also wie gesagt, Mount Panorama ist immer für einen Fehler gut. Aber wir gucken. Was er so zusammenbringt, locker aus Drifting, wir schauen natürlich auf den 2. Unser Landes, dann haben wir die 2:13, 2:09.6 im Augenblick. Die österreichische Fraktion hier auf Platz 2, dann sind wir schon fertig. Achim, unser Sieg konnte sich nicht mehr verbessern. Daniel kommt hier gleich auf Start und Ziel. Mal schauen, wo es hier hingeht, die Reise mit seinem Aston Martin. 2:13.557, Platz 4 im Augenblick. So, unser Amerikaner wird hier im Windschatten mitgenommen vom Kollegen Kuhlmann. Und Philips hat die 2:19.109. Jetzt fällt es mir erst richtig auf. Der hat mein Logo hinten auf dem Heck drauf. Was ist denn das? Mein Logo, finde ich geil. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, Philips, für diese. Finde ich einfach geil. So, Quali-Stopp. Also, wir gehen nochmal durch. Achim auf der 1, Linus auf der 2. Seal auf der 3, Daniel die 4, Philips auf der 5. Dann haben wir Patrick auf der 6, 7 ist der Blitz, 8 ist Coolman, 9 unser Afri, 10 El Lobo. So,
212-030. Nochmal Zeitenverbesserung vom Kollegen Achim. Kann man ja mal so machen. Ist ja okay. Ja? Jetzt an die Frage an die Fangemeinde. Könnt ihr mir verraten, warum der Achim den alten Mercedes genommen hat? Was gibt's? Speckknödel mit Suppe. Ja, ich hab noch Knödel bei mir im Kühlschrank, weil er es kann. Ja, das ist nicht schlecht. Die Antwort ist nicht schlecht. Vielen, vielen Dank, Herr Kapellmeister. Vielen, vielen Dank für deinen Follower. Danke dir, danke dir, danke dir. Weiß mit jedem Auto kann. Ja, aber man hat ja so seine Vollen, weil der Benz. Was gehört eine SL? Gut. Sehr gut. Nein. Anna, mach dich nicht unglücklich. Hefeklöße. Knödel oder Knödel. Man kann auch Gläs dazu sagen oder Klöße. Ist umgangssprachlich. Da sind ja die Österreicher und die Franken nicht ganz so weit weg. Und ich begrüße jeden nochmal hier von den Neuankömmlingen hier bei mir in Liga 4 IGTL. Zeig mal den Ami. Den Ami natürlich. So. Nein, Anna, lass es. Ja. Also, er hat auch schon gezeigt, der Philips, dass er im ersten Rennen hier sehr, sehr gut, jedoch kann an seinen Hersteller gemutet. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben ja Manufacture Cup, also sprich, jeder muss die Saison ein Auto wählen. Und dadurch haben wir ja, werde ja quasi immer ein Fahrzeug durch die komplette Saison durch. Diesmal haben wir, wie gesagt, die Gruppe 4. Letztes Mal hatten wir in Gruppe quasi 3 und jetzt. Na? Was? Wieso Bayern? Das nächste Mal Public Viewing. Public Viewing wäre natürlich auch mal geil, wenn man hier quasi so wirklich sagt, wir machen so ein Meet and Greet irgendwie und wir setzen so ein paar Leute zusammen, wäre auch natürlich richtig cool. Leinwand aufgestellt, was zu essen gemacht, was ich in Spanferkel oder sonst irgendwas oder auch für die Vegetarier natürlich Salat und Nudeln oder sonst irgendwas. Und ein bisschen ein paar Kaltgetränke, egal in welche Richtung, und lässt dann den Abend schön am Wochenende ausklingen. Wäre natürlich auch richtig, richtig geil. So, MyWave hat das Rennen quasi begonnen. Liebe Zuschauer, jetzt geht's los. Wir haben 50 Minuten volle Rennaction hier IGTL Liga 4. Und ich bin gespannt, ob hier der Kollege Achim eine Elferzeit in den Asphalt brennt. Also, wir gehen natürlich wieder auf den letzten Platz. Hat nichts damit zu tun, dass ich hinten mir das Ganze anschauen möchte, sondern ab hier auch alles klappt. Na? So. Und dann hier in der Abendsonne und wir kommen los und es funktioniert. Wir haben ein Rennen. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Rennen und wir schauen uns das Ganze in der ersten Kurve mal an. Also locker bleiben. Schön geschmeidig. Sehr schön. Feste Quer, siehst du mehr? Die Fliegen freuen sich jetzt schon. Also. Und wir gehen mal ein Stück nach vorne. So. Und schauen uns jetzt hier mal das Ganze an. Das ganze Fahrerfeld. Und da vorne fährt schon wieder einer weg. Das gibt's ja gar nicht. So. So. Nächste Mal. Der Blitz fährt vorbei am Daniel. Nein, nein, nichts Follow für Follow. Bitte nicht. So, und dann haben wir also, wie gesagt, ist alles soweit gut gegangen. Ja, machen wir. Wir machen alles. Achim kommt auf jeden Fall dran. So, dann haben wir, wie gesagt, Philips auf der 5. Wir müssen natürlich hier auf den Zweikämpfen erstmal bleiben. Auf Achim kommen wir definitiv zu
sprechen und wir werden ihn natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, natürlich wieder einblenden. So. Feld ist noch relativ dicht zusammen. Jetzt kommen sie erstmal durch die SS. Ah, leichter Rutscher hier. Reifen sind ja dementsprechend noch kalt. Wir gehen dann Stückchen für Spicken allein das nach vorne. Na, hat den Platz verloren an Seal. Und schauen mal, ob er hier schon das erste Ausrufezeichen setzen kann, unser Leindes, und wieder am Kollegen Seal vorbeigehen kann. Achim haben wir auch noch im Blick. Jetzt. Ah, gleich. Mache ich gleich. Wenn noch was ist, dann kann er mal einen hohen Bogen. Und da ein kleiner Aussetz. Oh, leichte Berührung hier von den beiden. Er hat sich vorbeigestellt, aber alles noch okay. Und dadurch ist er auf der 1. Und jetzt, liebe Fangemeinde, schauen wir gleich hin. Aber sehen wir hier den Greifkampf. Oh, was ist denn hier los? Ah, Seal hat so ein kleines Problem. So, und wir gehen gleich weiter und gehen gleich mal die Reihenfolge durch. So, Ladies and Gentlemen, hier ist euer Herzensbrecher, wie man schon sagt. Also, unser Kollege Achim hat nach einer Runde schon 4,5 Sekunden Vorsprung. So, warten wir noch die nächste Kurve ab. Also, schaut im Augenblick sehr, sehr gut aus. Ja, feste Quer siehst du mir auch beim Kollegen Achim. So, dann haben wir hier einen Leindes, der kann sich jetzt absetzen. Dann hier kommt die ganze Meute. Philipp setzt auf der 3 und dann geht schon der Abstand etwas größer. Und da hinten fangen sie schon auf. Und hier, ei! Junge, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, aber er muss ja ein riesen Felsbrocken gewesen sein hier beim Kollegen Blitz. Der ist ja mal so richtig steil gegangen. Also, zack. Wie geil ist das denn, ey? Also, da ist er mal so richtig steil nach vorne gegangen, so richtig der Blitz. Ha, er ist abgegangen wie ein Blitz. Also, Platz 5 für den Kollegen. Und dann haben wir unseren Seal, der hat sich etwas jetzt nach hinten orientieren müssen. Ja, hat jetzt ganz schön viele Plätze verloren, aber... Also, wir haben scheins hier ein kleines Problem, weil... Ja, also, ich glaube, der Mercedes und die Dodge Viper lassen sie sich... Ja. Na, also die zwei geben sie sich auf jeden Fall schon mal richtig. Ich muss hier bleiben. Achim kommt gleich wieder, Jungs und Mädels. Aber ich muss hier leider draufbleiben. Es hilft alles nichts. Wir müssen auf den 7. Genau, und dann sehen wir hier dieses Wahnsinns. Also ich glaube, oh, da war schon hier ein leichter Quersteher bzw. ein leichter Anschubser. Ja, na, es war schon. Also ich glaube, wir haben ein Problem von der Lobby her. Ja, habe ich glaube ich auch das Problem, dass wir zwei nicht sehen. Ja, weil so wie gerade der Kollege Blitz durchgegangen ist, ist das nicht so. So, schwarzer Afri hier. Unser Afri hier mit dem Peugeot. Ein sehr seltenes Fahrzeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Siehst du fast überhaupt nicht hier auf der Rennstrecke. So. Dass er 1, 2 und 5 nicht sieht. Gut, okay. So, dann müssen wir aber mal an die Rennleitung fragen, beziehungsweise unseren Host, was wir da machen. Ja. Genau. Wirklich schön, dass du da bist. Ja, das ist jetzt halt die Frage, ne? Was wir da machen. So, Achim baut seine Führung aus. Leines hält sich damit raus und unser Philips nämlich auch. So, dann haben sie unser Afri, der sich jetzt abgesetzt hat. Vom Kollegen Seal. Und da hinten ist das Servierchen, ist leer. Wer mit? Ich trinke mit dir ein Käppchen. Quasi. Prost. Also, Blitz ist hier mit Daniel und ich glaube, irgendwie hat der Blitz ein kleines Problemchen. Ich weiß ja nicht, ob es am Blitz liegt. Nee, bitte nicht. Ja, Anna, halte ich eventuell mal bereit. Genau.
Gifty Brüstechen. Wo ist morgen Feiertag? Bei euch in Österreich. Okay? Nee, morgen geht's weiter wieder. Schaffe, schaffe, Häuslebauer. So. Dann auf der 7 haben wir unseren Daniel. Ja, Kaffee schon ausgeschlafen. So, ja, ich, na klar, bin ja da. Im Gegensatz zu dir, Chris. Der wurde viel zu spät ist. So, Daniel hat 4,5 Sekunden Rückstand hinterm Kollegen Blitz. Dann haben wir unseren Coolman. Wo ist morgen Feiertag? So, Coolman hier auf der Nummer 8, wie gesagt. Echt, ich bin irgendwie bei... Keine Ahnung. Okay, ja gut. Ja, ich habe die Impfung bekommen am Ding. Irgendwie war das ganze Wochenende nicht so prickelnd. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, Patrick auf der 9. Ja, klar, ich bin motiviert, arbeiten zu gehen. Ganz klar. So. Auf der 9, wie gesagt, und da gibt es schon blaue Flaggen. Und L Kloppe im Augenblick auf der 10. Knapp eine Minute vor Nacht, sagt die So, also, Achim baut seine Führung leicht aus. Hat ihm ein bisschen noch was draufgesetzt. Drache, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Anna, nö. Nö. Nutz ich. So, also, Line Desk. So, da fühlt sich der Heike natürlich sehr, sehr, sehr. So, hat 6,1 Sekunden. Also, wie gesagt, der schiebt wirklich an mit 2,12. 5, 8, 7. Starke Zeit, ne? Aber Achim fährt neue Bestzeit 2,11, 8, 8, 0. Freunde. 2.11.8.0. Da haben wir schon mal die 2.11er Zeit, was ich schon gedacht habe, dass es fahren könnte. Sehr, sehr geil. Warten wir noch die Runde ab. Und dann gehen wir mal weiter. Also. Aber sind wir mal ganz ehrlich und mal ganz mal in Ruhe und fragen wir mal in den Chat. Hatzmann, vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Willkommen. Schön, dass du da bist. Macht Achim das Viagra schnell? Das ist eine Frage. Schauen wir mal. Also, so, der amerikanische Bomber hier. Schummlich nimmt sich einen Kaffee. Genau, sehe ich auch so. Hier mit einer 2.12.4.2 an. So, die Zeiten sind schon stark, muss ich schon sagen. Bin mal gespannt, was in den anderen Ligen reißt. Und jetzt haben wir Purple-Zeit, Lila-Zeit von unserem amerikanischen Kollegen. Bleiben wir kurz drauf bis zum nächsten. Also ein bisschen verstehe ich die österreichische Sprache, ne? Aber es ist manchmal nicht ganz so. Na, warten wir mal, wie die ab die lila Zeit noch besteht. Bei dem nächsten. Oder ab dann hier schon Zeitverlust waren. Ratzfatz, 10 Minuten vorbei. Also jetzt echt Hammer. Hier. Und jetzt hier durch die SS muss er natürlich schon... persönliche Bestzeit nur. Nur persönliche Bestzeit. So, dann haben wir hier den Kollegen... Halt, Entschuldigung. Wir wollten keinen untergraben. Hier den Kollegen Afri. Hier mit 2.14, 2.13, 2.16er Zeiten nicht konstant. Aber er kann sich halten und hat 1,7 Sekunden verschwunden. Leider war es vorher gefilmt und jetzt nach der geraden... Ja. Eine Bier gibt's in der Liga Nummer 1. Bei mir gibt's nur Kaffee, Kuchen und heiße Schokolade. Schauen wir auch mal auf den Helm vom Kollegen Afri. Der hat ein Ziel im Hintergrund. Ja.
So, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, der sich hier wunderbar nach vorne gearbeitet hat und dann leider, genau. Erstmal schön mit Kaffee und Kuchen, das ist das richtige Rennfahrer. Frühstück kann man schon zahlen, wieder essen. Aber es ist ja Kaffee und Kuchenzeit, sind wir mal ganz ehrlich. So, Zeit vom Kollegen Siel haben wir bei nächsten Überquerung 2:13.457. Nochmal Zeitverbesserung hier. Stark. So, dann schauen wir mal beim Blitz. Blitz bekommt hier Probleme vom Daniel. Gehen wir mal beim Daniel ins Cockpit. Ja. Und jetzt ist er im Windschatten dran. Naja, aber er fährt nicht wirklich Windschatten, aber... Schauen wir mal. Beide fast gleich auf. Jetzt hat eigentlich Daniel die bessere Chance, weil er innen ist. Wird er nachgeben, Kollege? Blitz? Nein. Er fährt mit Hörn und das ist auch gut so. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön und fair. Das muss man schon sagen. EGTL ist wirklich eine der Ligen, die wirklich fair ist. So, was? Sehr, sehr schönes Duell der zwei verschiedenen Hersteller. Hier Rechtslenker gegen Linkslenker. Engländer gegen Deutsche. Oh, 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 oh. Was ist da los mit dem Blitz? Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Da war ein kleiner Ausritt. Ja. Ein kleiner Ausritt. Also er hat es heute mit dem Fliegen. Irgendwie fliegt vorne schon über den Asphalt. Aber alles noch gut gehalten. Der Blitz. Naja, wie gesagt, Mount Panorama, keine einfache Strecke. Ne, also auf jeden Fall hat er heute schon mal, der Blitz heute schon mal das Highlight auf seinem, auf seiner Seite. Ja, mit dem Highflyer, wie man so schön sagt beim Motorradfahren. Wenn es einen Highflyer macht, dann ist es nicht unbedingt so schön, aber hat natürlich sehr, sehr gut ausgesehen. So, Platz 7 im Augenblick für den Kollegen Blitz. So, dann der Kuhlmann. Bin mir nicht sicher, aber ich verspüre, würde mir nichts Falsches behaupten. Ich denke. Was meinst du jetzt, Giftzweig? Auf was bezogen? Kuhlmann hier mit dem Abwägen und hier ein leichter Ausritt links, rechts, hat auch Schaden. Schauen wir mal, ob wir den Schaden nochmal reinkriegen oder hat er den vorher schon gehabt? Ne, hat er vorher schon gehabt. Geht aber auch in die Box. Ja, weiß ich nicht. Das ist... Ja, wie gesagt, die muss man sich zusammen... Saturn, schön, dass du da bist. Hier. So, gehen wir mal auf den Kollegen Patrick. McLaren hier am Start. Der nächste Engländer hier im Monster Design. Ja, im Discord natürlich, ganz klar. Ja, Moment, der Driftmaster, das ist richtig. Sonst ist doch nicht. Ich hoffe, du hast es gesehen, was ich eingebunden habe. So, 27 Sekunden Rückstand. Wasser, genau, nimm dir ein Stück Kuchen. Egal, Apfelkuchen haben wir da. Wir haben eine Sahnetorte da. Wir haben Schwarzwälder Kirsch, egal was du willst. Lass es dir schmecken und munden. So, bleiben wir noch mal kurz drauf. 2:14.751, der Kollege Patrick. Ja. Wenn man so ein Spargeltarzan dann ist wieder Wasser, dann darf man das natürlich machen. Ganz klar. So. So, das war Platz 8. Ja, der Kuchen ist natürlich selbst gebacken, ist klar. Ausrufezeichen Kuchen. Musst du in den Chat geben. So, kleiner Ausritt hier von El Kloppo. Oh, da der Abflug hier fast schon vom Kollegen El Kloppo, ne? Also das ist schon... Die Jungs geben mir wirklich alles. Lasst es euch schmecken, lasst es euch munden hier natürlich.
Ja, Replay habe ich gehabt, Montana. Also, es ist schon heute auf jeden Fall Feuer drin. Die Boxenstops fangen natürlich jetzt schon langsam an. Und da war aber der Kollege. Das ist eine Sie. Was, wer ist eine Sie? Was meinst du? So. So, Platz 10 im Augenblick für unseren Kumpel. So. Freunde der Sonne. Nach den Boxenstops, wo der Achim natürlich ja schon drin war. Haben wir einen neuen Spitzenreiter. Das ist der Afri. Wird gefolgt vom Kollegen Seele. Da bin ich gespannt, wann die nächste Überholung. Erklärt mich doch mal auf, bitte. Mehr mit wer, sie, was, wo. Na, er zieht nicht voll durch. Insider zu Achim. Das ist ein Tirol. Dann sage ich halt gleich, das war so eine Siehst. Da wollte er zu viel. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und da hat er sich aber ein bisschen verbremst, der Afri, und dadurch hat der Kollege Sie natürlich ausweichen müssen. So, Achim ist wieder auf der 1. So. Die österreichische Fraktion ist natürlich hier weiter im Background, ganz klar. So, wieder neue lila Zeit hier vom Kollegen Achim hier. Ja, wieder leichter Drift. Sehr schön. Schaut natürlich optisch sehr, sehr schön aus. Knapp 30 Minuten haben wir noch zu gehen. Wir gehen auch mal in das Cockpit hier des Mercedes AMG. So, Seele in der Box. El Kloppo in der Box. Seele hat den Hobel komplett randvoll gemacht. Also schaut hier wirklich nach einer sehr, sehr soliden Vorstellung aus. Mal schauen, was er dann hier im Interview sagt. Also erklärt es euren Kollegen und sagt euren Kollegen bitte nochmal dann. Interview mit den ersten drei bei mir dann auf dem Kanal. Ich lade euch dann ein. So, es ist, lässt er schön fliegen. Schön reinrollen, ohne Probleme. Der ruhiger Fast, die muss man sagen, nicht hektisch. Aber das sind ja mittlerweile aus dem Land der Österreicher gewohnt, dass sie wirklich sehr, sehr sauber fahren. Das ist ja nicht der erste Österreicher. Was hier in der IGTL fährt, da haben wir ja noch so ein paar andere spezielle Kandidaten. So, mal schauen, was der Hubel hier auf der Geraden bringt. 230. 35, nächster Gang. 240 haben wir schon. Ah, könnte lila Zeit werden. Ach, hör auf mit dem Spielchen. Du hörst den Stream, so wie es ausschaut. Ja, muss man auch wirklich zugeben. Also es ist so. Ich weiß nicht, ob ich diese kurze Schlenkerfahrt nicht die lila Zeit gekostet hat. Nee. Das durch diese Schlenkerfahrt hatte die Purple-Zeit, die Lila-Zeit quasi weggeschmissen. So, hier. Ah, kleiner Drift. Kostet Zeit vom nächsten Österreicher. Frage an den Chat. Kommt der Landes auch aus der Nähe vom Achim? Oder gehört ihr alle zusammen? So.
So, 1,5 Sekunden hat der Lindes hier Rückstand. Vorsprung vorm Kollegen Philips. Ja, der Ami gibt hier auf jeden Fall Gummi. Dann schauen wir doch mal rein hier in den Hubbel. Das Auto besteht doch, glaube ich, nur aus Scheibe. Also Wahnsinn, was du hier siehst. Im Gegensatz hier zum anderen Flugzeug, ne? Wenn er mal vergleicht, du siehst hier eigentlich nichts. Wenn du hier quasi in den Amerikaner reinschaust, dann siehst du eigentlich nur Scheibe. So, ist aber schön, dass der Kollege Watt hier mit zuschaut. So, 2.12 hier seine Bestzeit. 2.12.4.2.1 vom Kollegen Philips. Ja, Zeit wird minimal kleiner. Kommt immer darauf an, wie man die SS hier gut erfahren kann. Und dann geht es ja zu Forest Elbow. Geht es ja dann weiter in dann die lange Gerade. So, jetzt hat er ein bisschen Zeit verloren. Und deswegen können wir weitergehen auf unseren Kollegen Avri. Ja, das ist auch eine. Das ist ein Frontscheibenaufkleber, richtig. Oder Sonnenblendenschutz, wie man es auch immer nennen mag. Das ist richtig, aber du siehst ja trotzdem, hast du weitaus weniger Sichtfeld wie beim Kollegen Philips. Obwohl der ja auch einen drauf hat, ne? So. 2:13.706 seine Zeit vom Kollegen Afri. 21 Sekunden Rückstand, 2,2 Sekunden Vorsprung vom Kollegen Siel. Und da hinten sehen wir einen Abflug hier vom Kollegen Patrick. Und jetzt, Jungs, was macht denn hier? Was macht denn hier? Oh, und da hinten der Einschlag. Da ist der Einschlag hier vom Kollegen Daniel. Das waren wieder mehrere unglückliche Umstände. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen und da müssen wir gleich mal auf den Daniel nochmal hin und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und das ist natürlich sowas von bescheiden. Da kommen wir leider nicht mehr hin und dadurch leider die Box muss er aufsuchen und das ist leider sehr, sehr schade. Kommt auf die Strecke, kriegt einen voll mit vom Kollegen und dann hat er den Schaden. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich habe weggelassen beim Armee mit Absicht, der fährt. Oh, bitte. So, der Blitz hier im Augenblick auf der Position 7 hat eine Minute schon Rückstand. Neunzehn Sekunden Vorsprung. Nein, Entschuldigung. 19 Sekunden Rückstand, 11 Sekunden Vorsprung von Daniel, der jetzt natürlich aus der Box kommt und hier schon wieder den nächsten Einschlag hat. Also, Strecke ist für die Fahrer schon raubend, muss man schon ganz sagen. So, jetzt bleiben wir bei unserem Kollegen Eklub. So, der ist Martin-Fahrer heute mit seiner grauen Lackierung unterwegs. 7 Sekunden Rückstand, beziehungsweise 8. Und auf Coolman haben wir auch. So. Der nächste Mercedes-Fahrer hier. Quasi Markenkollege vom Achim. Knapp 25 Minuten noch vor Ende. Ja. Patrick ist wieder auf Platz 6. Also, wie gesagt, er kann ja, wenn er will. Muss mal gucken. So, neue Bestzeit, liebe Zuschauer. Ihr seht es links und rechts. 2:11.790. Schreibt es euch mal auf. Wie gesagt, Anna und Sarah, schreibt es euch mal auf. Hier für Liga 3, was da hier für Zeiten gefahren werden. Also, ich glaube schon. Hat das letzte Rennen schon so performt. Der schmeißt sich bestimmt eine Pille vorhin. Er muss ja seinen Sponsor irgendwie verdrehen. Ja? Ja, er fährt aber auch hier wirklich am äußersten. Also, fahrtechnisch schon auf einem ganz
sehr, sehr anderes Niveau als der Rest hier. Vielleicht der Querschnitt, aber trotzdem Purple Side. Purple Side hier vom Kollegen. Ja, bin ich gespannt, ob der Heiki hier eine 2.11 schafft. Ich werde es mir natürlich anschauen. Was er da immer macht, schüttelt er die Arme aus. Nochmal Purple Zeit. Lila Zeit hier nochmal vom Achim. Ja, genau, mit so einer französischen Hosentaschenrakete, genau. So, erleben wir eine neue Bestzeit, liebe Zuschauer, erleben wir noch eine neue Bestzeit. 2.11.790 steht auf dem Tableau und jetzt kommt eine 2:11.619. Also, Achim schraubt die Zeit weiter nach unten und setzt Liga 3 unter Druck und zwecks den schnellsten Zeiten. Nein, in 100 Jahren nicht. Maximal 2:12. Das fährt auch ganz gut. Ja, du, die fahren alle super. Na, 2:12.9150. Und jetzt hier, Philips, ich bin mal gespannt. Auch lila Zeit hier vom Kollegen Philips. Also da ist der... Die Corvette hier im ersten Abschnitt richtig stark. Fährt er echt richtig stark, unser Kollege Philips. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, ich glaube, er könnte schneller fahren. Ah, kurz mal die Linie gewechselt. Windschattenbereich ist da. Sehr, sehr spannend hier. Ne? Amerikaner gegen Österreicher. Hier sieht man wieder nur blaue Zeit. Anfangsrufe von Anna. Hilft meistens mehr, wenn die Frau im Hintergrund sitzt. Und jetzt hier kleiner Farbfehler vom Leindes. Jetzt wird's noch enger, liebe Zuschauer. Aber der Alpha ist nervös und dann ist es. Ja, aber Heiki, der Alpha, gibt aber auch keinen Windschatten. So, jetzt versucht sie sich nebendran zu setzen. Ne? Nein, er bleibt immer noch dahinter. Bleibt immer noch dahinter. Egal. Ja, Anna, du musst nur schöne Augen machen in Heiki. Dann funktioniert es auch so. So, oh, wieder kleiner Fahrfehler. Also der Druck ist definitiv da. Der Druck ist da. Leindes hat definitiv Druck im Nacken. Man merkt's. Aber Kollege Philips kommt nicht vorbei. Jetzt muss aber so langsam der Angriff kommen. Wieder Purple Zeit und jetzt kommt schon hier, gib ihm. Kommt nicht vorbei, da wird doch der Hund in der Pfanne fritt. Gibt's doch gar nicht. Ja, verliert immer so ein bisschen. Wir bleiben noch mal kurz drauf, dann gehen wir noch mal durch die Reihenfolge, ganz klar. Dann sehen wir hier die nächsten Platzierungen. So. Passend natürlich im Lila des Corvette-Fahrers gehalten. Hier mit hinter meinem Logo. Und natürlich bin ich ja auch mit meinem Logo unterwegs. So. Aber wie gesagt, das ist immer 4/5. Nee. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal die Reihenfolge durch am heutigen Nachmittag. 21 Sekunden Vorsprung. Der Kollege aus Österreich, unser Viagra-Fahrer, der Achim. Dann haben wir
Letzte Woche bloß, diesmal, ja. Ab der Woche kaum trainiert. Ja. Dann haben wir unser Leintest, wie gesagt, gejagt vom Kollegen Philips. Unser Ziel mit dem Scheibenwischer. Ist da der Scheibenwischer kaputt? Der hat nur einen. Ja, schaut ein wenig komisch aus. Als würde da der Scheibenwischer fehlen, der zweite. So, Ziel, wie gesagt, auf der Nummer 4 hat 1,5 Sekunden Vorsprung. Jetzt hat er einen kleinen Fehler gemacht, der Kollege Afri. Da müssen wir nochmal in die Wiederholung schauen. Das könnte... Nee, da war er schon dabei. Da war er schon, aber da könnte der kleine Fehler gewesen sein. Na, hier wird auf jeden Fall... Ah, hier haben wir es doch gehabt. Hier haben wir doch den Fehler noch drin gehabt. Hier deswegen mit 2,7 Sekunden jetzt Rückstand. Dann haben wir den Kollegen Daniel, der jetzt auf Platz 6 ist und haben den Blitz auf der 7. Gehen wir gleich nochmal drauf. Halt. 7, 8 ist der Patrick. 9 ist El Kloppo und 10 Kummer. So, wir bleiben jetzt hier mal bei diesem Duell. Coolman konnte sich jetzt aber gerade befreien. Und dann gehen wir doch zu Patrick und zum Kollegen El Kloppo. Also ihr könnt ja sagen, was er wollt, ne? Aber das Cockpit vom Aston Martin schaut irgendwie billig aus. Ist auch nicht warum. So, El Kloppo schiebt sich ran an den McLaren vom Patrick. Fährt auch noch die Kamera. So ein Schlawiner. So, britisches Duell hier. Reifen sind auch schon gut verbraucht hier vom El Kloppo. Ich habe die Woche nur einmal trainiert. 45 gefahren und dann. Ja genau, da muss man dranbleiben, Giftzweck, da muss man weiterfahren. Nicht nur einfach sagen, so, oh, kommt da rein und dann... Nix. Weiter geht's, immer Vollgas. So, also El Kloppo ist dran, jetzt mal schauen auf der langen Geraden. Wir gehen aber mal auf den Reifenverschleiß von beiden ein. Da ist auf jeden Fall der... Da sind wir zu Hause? Ja, doch nicht. So. Also auf jeden Fall der Patrick besser von Reifenverschleiß und so weiter, hat aber mehr Tankinhalt drin, war aber in der Box schon. Ne? Und da der Fehler von Patrick macht das eben selber schwer. Ja, das ist okay, im Rennen ist es eh nochmal anders, ne? Also, Mensch, immer sie schlechter machen wie mich, Herr Giftzweig. So, Fehler quasi vom Patrick, dadurch der Wechsel, aber das wird sich bald wieder relativieren, weil der Kollege El Kloppo noch in die Box muss, dann wird sich der Platz wieder tauschen. So, gehen wir mal zum Kollegen Coolman, der in der Box ist. Der Achim in der Box und wir haben einen neuen Spitzenreiter. Im Augenblick einen neuen Spitzenreiter, weil Leintest in der Box war und der Achim auch. Ja, Gott sei Dank, wieder mal was Gewohntes hier von dir. In der Benson & Hedges Lackierung. Die Biene ist wieder am Start hier beim Kollegen Giftzweckspender. So. Wir haben noch 15 Minuten zu gehen am heutigen Nachmittag bei mir. Und danach kommt die Liga 3 mit dem Prippe. Wir raiden dann hin. Machen davor noch ein kleines Interview. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und dann schauen wir mal, was die Jungs und Mädels heute so gesagt haben. Also sprich, die Jungs in dem Fall... wie das Ganze für sie so gelaufen ist. Bis jetzt schaut es alles ganz gut aus. Sie hatten der eine oder andere mal einen kleinen Abflug, so ein bisschen Schaden. Ich finde es schon echt geil, dass hier der Ami mitfährt. Das zeigt, wie groß die EGTL ist. Und dann auch noch nicht einmal schlecht. Ja, er ist ja bei RRS. Das heißt, das sind ja so ein paar Kandidaten wie auch der Achim oder der Michi ist da, glaube ich. Sind ja so ein paar Kandidaten, die wo echt stark sind. Mich würde mal fragen, ob der Philips, das sehen wir ja dann mal.
Wenn er dann reinkommt, wenn er meine Freundschaftsanfrage diesmal angenommen hat. Aber mir juckt die Nase schon die ganze Zeit. Jetzt geht's besser. So, also. Führungswechsel jetzt gerade, nachdem er Philips in der Box ist. Hat sich unser Viagra-Männchen wieder auf die 1 geschoben. 13 Minuten knapp vor dem Ende. So. Dann kommt die Landes hier auf Start und Ziel. Und bin mal gespannt, ab der Philips wird nicht eher rauskomme, da ist das Duell, da ist das Beschleunigungsduell. Und jetzt kommen wir genau richtig hier, Beschleunigungsduell zwischen dem Japaner und dem Amerikaner. Sehr, sehr geil haben wir es hier eingefangen. Und hier wieder die zwei Streithähne. Jetzt bin ich gespannt, dieses Duell wird uns bis zum Schluss begleiten, liebe Zuschauer. Normalerweise müsste... Nee, kannst du nicht wirklich sagen. Ne? Es ist beides Material, ist sehr, sehr gut. Kleiner Vorteil vom Landes, weil die Reifen schon ein bisschen angefahren wurden. Spätestens ungefähr gleich. Also, mal gucken. Das wird uns auf jeden Fall bis zum Schluss begleiten. Der Blitz ist auch in der Box. 2 Minuten 11, 6:19, immer noch die schnellste Zeit vom Achim. Ja. Oh, da hat er ein bisschen Zeit verloren jetzt gerade. Hat er ein bisschen Zeit verloren, unser Amerikaner. Okay, also. Ziel 5,7 Sekunden hat der... Schaut echt komisch aus. Hat der überhaupt keinen Scheibenwischer? Das triggert. Na doch. Da geht nur ein Scheibenwischer. Warte. Hat er nur einen? Lieber Chat, sag's mal, hat der... die Viper einen zweiten Scheibenwischer oder schaut es nur so komisch aus? So, wie gesagt, Platz 4 für Kollegen Siel, ne? Undankbar, er hat wieder 3 PS mehr, weil Scheibenwischer geht an. So, unser Achim weiter auf der 1. Patrick jetzt hier auch mit einem wunderschönen Fahrzeug, muss ich sagen. Ja, also Lackierung, das Ganze passt hier wirklich gut zusammen. Hier der McLaren, wir haben ja einige Engländer heute am Start. 1,4 Sekunden vor unserem Avril. Und dann gehen wir doch mal in das Cockpit, weil so oft sehen wir den Bichon nämlich nicht auf der Strecke. Viper hat insgesamt 5 Scheinwerfer, das glaube ich. Scheinwerfer wahrscheinlich 2 Stück. Weiß ich gar nicht, bin ich mir nicht sicher. So, sind wir bald im Windschattenbereich. Also er schiebt sich definitiv an. Na, 260 läuft der Hobel. Und jetzt könnte der Überholversuch kommen. Nach Start und Ziel. Setzt sich neben dran und probiert das. Ja, er probiert. Strecke ist breit genug. Starkes Übermanöver vom Afri. Herzlichen Glückwunsch. Hier für dich Platz 5 im Anblick. Aber kommt der Konter. Der Windschatten ist ja immer noch da. Jetzt schauen wir mal, wie der Kollege Patrick hier setzt sich jetzt neben dran. Da hat er die Tür nicht rechtzeitig zugemacht. Ah, kleiner Quersteher und da wieder der Platzwechsel hier optimal ausgenutzt. Patrick, sehr starkes Überholmanöver auch von deiner Seite aus. Knapp 10 Minuten haben wir noch zu gehen. Und was sehe ich auf meiner linken Seite? Unser Kollege Achim hat ja wieder mal eine lila Zeit gesetzt. Super. 2 Minuten 11, 5, 7, 8. Also, er schraubt weiter an der Zeit, was nach unten geht.
Jo. Haben wir nochmal im Replay das Ganze an hier. War dran, war schon vorbei. Aber der Konter könnte nochmal kommen. Da hat er hier so einen leichten Verbremse gehabt. Dadurch setzt sich natürlich der Kollege Leindes nebendran. Und jetzt ist er wieder vorbei. Also, wie gesagt, dieses Duell geht auf jeden Fall in die heiße Phase. Wie gesagt, 8 Minuten haben wir knapp zu gehen. Ihr könnt es mal in den Kommentar schreiben, wer am Ende Platz 2 und 3 hat. Ich mache eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage draus. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nein. Umfrage. So, Abstimmung verwalten. Neue Umfrage. Und dann schreiben wir es mal rein. Eieiei, also die zwei schenken sich aber wirklich heute nicht. Das oder Philipp. Erste geiles Duell. Also, 2 Minuten Zeit und wir gehen die Umfrage. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, wer Platz 2 wird. Immer gespannt, was die Fangemeinde so denkt. Wieder das Duell, wieder auf Augenhöhe nebeneinander. Bessere Karten hat im Augenblick der Kollege Philips. Jetzt wieder der Platztausch. Ja, an einem Mann ist es nicht von Vorteil, wenn die Frau schreit. Also, komm, Umfrage steht über eurem Chat. Also, haut in die Tasten. Macht mit. Würde mich freuen, wenn ihr an der Umfrage teilnehmen würdet. So, Philips im Augenblick vor. 6 Minuten 30 haben wir noch zu gehen. Ach, die Meilen weit vorne, wo sind die Gegner? Die Gegner kommen nach einer gewissen Zeit wieder. Na? Also, ich muss warten, die kommen immer wieder mal. So, bleiben wir kurz nochmal drauf. Hier wieder die lange Gerade. Kann er sich nebenbei... Kann er sich vorbeisetzen? Ne? Nein. So, dann gehen wir, wie gesagt, auf den Platz 4 Ziel im Augenblick. 90 Sekunden hat er Rückstand auf das Duo. Dann haben wir 42 Sekunden Vorsprung vom Afri. Wahnsinn, also Zeiten sind schon brutal. Und hier haben wir auch ein sehr, sehr enges Duell wieder. Afri gegen unseren Patrick. Da ist auch noch nichts ausgestanden. Auch 5 Minuten knapp vor Ende. Oh, und da der Ausrutscher. Der Ausrutscher hier von unserem Affi. Das müssen wir uns leider nochmal schauen. Da hat er den Bremspunkt verpasst, liebe Zuschauer. Und dadurch... Ja, war er eindeutig zu schnell. Aber hat er Glück, dass es hier keinen Schaden gibt. Dadurch ist der Kollege Patrick wieder vorbei. Also das könnt ihr die Vorentscheidung geben. Die Umfrage ist vorbei, liebe Zuschauer. Leindes tippt dir, dass er auf Platz 2 kommt. Im Augenblick schaut es ja nicht danach aus. So, dann gehen wir mal auf den 6-Platzierten. Haben wir hier den Kollegen Afri, dann Daniel, leider 3,6 Sekunden. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen, falls nicht nochmal ein Fehler passiert. So, der Blitz, 19 Sekunden hat er Rückstand und 22 Sekunden Vorsprung. Da ist auch der Case quasi gegessen. Dann haben wir El Kloppo auf der Nummer 9, 22 Sekunden Rückstand und 57 Sekunden Vorsprung vor unserem Kollegen Coolman. So, von dem brauchen wir gar nicht sprechen, weil der hat knapp 30 Sekunden Vorsprung und fährt hier konstant 11er, 12er Zeiten. Also, es ist schon Wahnsinn, was der Typ hier abreißt. Ehrlich, Achim, vollster Respekt. Echt, da haben wir. So. Wir sind immer noch dran. Hier. Jungs.
was für ein Duell hier. Der Japaner gegen den Ami. Der Blubberer gegen die Kreissäge hier im Duell um den zweiten Platz. Wahnsinn, was hier abgeht. Ne? Es geht ja auch ins Geheime. Muss man dazu sagen. Oh, gleich der Quersteher und jetzt ist er dran. Jetzt ist er vorbei. Liebe Zuschauer, jetzt ist er vorbei. Nein, es ist wieder vorbei. Das ist doch nicht zu fassen. Wahnsinn, das ist doch zum Haar rausreißen, wenn du da vorne stehst und das hast du dann wieder. Weil ihr müsst auch bedenken, es geht um... Halt, ach, nicht dieses Bild. Falsch. Es geht um dieses Bild, liebe Zuschauer. Am Ende der Saison geht es um diese drei wunderschönen Pokale. Um diese Pokale bekommen die ersten drei hier von der Orga hier organisiert. Sehr, sehr geil. Replay machen wir gleich sofort. Schauen wir mal hier. Da war es, glaube ich, dann schon vorbei. Ja, da war es schon vorbei. Leider, schade. Nicht mehr gesehen. Ah, und es ist aber immer noch eng, liebe Zuschauer. Alles mit dem mobilen iPhone, genau. Es ist noch dran. Also, er ist wieder dran. Liebe Zuschauer, ich bin wirklich gespannt. Das Duell geht in die heiße Phase. Wir haben dann noch zwei Runden wahrscheinlich. Also, das Duell ist noch nicht ausgestanden. Die österreichische Fraktion ist immer noch. Ich hätte letzte Saison auf Munga einen Pokal bekommen. Ja, Anna. Vielleicht machen sie dir noch einen. Nachträglich. Wir müssen noch mal reden. Ich kenne da so jemanden. Ne? Mal schauen, vielleicht kriegen wir da noch was für dich. So, das Duell. Hier, Windschattenbereich ist immer noch da. Also, die Anfang so ein bisschen da und wieder auch ein kleiner Ausrutscher. Und jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Komm, probier das jetzt. Geht neben dran. Jetzt starten sie gerade. Nein, doch. Bessere Linie hat im Augenblick unser Amerikaner und er geht. Oh, leichte Berührung, aber er bleibt vorne. Also. Boah, was trinken wir, weil die Ereignisse unterschlagen sich. Jetzt ist er dran. Er setzt sich wieder neben dran. Nein, er bleibt dahinter. Liebe Zuschauer, wir gehen in die heiße Phase hier bei der IGTL, der Liga Nummer 4. Das Podium wird hier entschieden. Anna, schreie nicht so mein Gehör. Ja, wieder kleiner Fehler. Jetzt muss er da sein. Philips muss da sein, wenn er den Fehler macht. Also beide haben hier das kleine Problem, was man so hat. Beide mögen es nicht, wenn man den einen zu Achim Nacken sitzt. Also auf geht's hier. Wir wollen hier eine Party sehen. Eine letzte Party von euch beiden. Hier, die beiden reißen schon alles ab, aber auf geht's. Ich liege auch über Sprengplatten. Nee, leider nicht. So, wieder kleiner Fehler und jetzt muss er da sein. Er muss da sein. Liebe Zuschauer, wir haben noch 36 Sekunden. Wir haben noch eine Runde. Wir haben noch eine Runde. Es wird hier noch... Ja, nee, das ist... Wenn die Frau schreit, ist immer nicht so gut. Also, es kommt noch Kampflinie 4 vom Kollegen Leindes. Kampflinie, hier geht's los. Der Ami, jetzt sind sie schon wieder auf gleiche Höhe. Ja, er versucht sich vorbeizupressen, aber die Kurve geht nach links. Also alles immer noch mit Fernmittel und wir gehen in die... Gehen wir schon in die letzte Runde? Oh, das wird knapp. Nein, es wird die letzte Runde sein. Es wird die letzte Runde sein, liebe Zuschauer. Die letzte Runde und er probiert es auf der Bremse nochmal, aber Leindes verteidigt sie und er wird Platz 2 für sich behalten. Wahnsinn, was für ein Duell zum Schluss von den Zweiten hier. Leindes sichert sich Platz Nummer 2, Philips Ritter. Wahnsinn. Sehr, sehr geil hier, was die beiden hier abgeliefert haben. So muss Motorsport sein. Ein bisschen behaken, ein bisschen Stoßstange, ein bisschen alles müssen, ein bisschen Lackaustausch muss sein. So ist Tourenwagen. Sehr, sehr geil. So, auf Platz 4. Schauen wir mal, wo unser Kollege Achim, er lässt Blödsinn noch mal fliegen. Ja. Er hat wahrscheinlich auch einen Gehörsturz. Oder er hat einfach die Stöpsel rausgenommen, Anna. Nein, sehr, sehr geil. So muss Motorsport sein. Bis zum Ende gefightet. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. So, Kollege Siel
rettet sich mit Platz 5. Das ist Rennen, das stimmt. So, wir schauen mal, wo unser Erstplatzierer noch ist. Ist auf der langen Geraden. Dann haben wir hier kurz vor Ende unser Daniel. Nimmt die Punkte mit. Platz 5, Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen unseren ersten natürlich auch im Auge behalten. Der jagt im Augenblick den Blitz. Afri kommt auch schon über die Linie. Platz 6 für unseren Afri. Herzlichen Glückwunsch dafür, Patrick. Platz 7 und hier haben wir gleich unseren Blitz, der hier den Kollegen Achim vorbeigelassen hat. Und Platz 1 hier für unseren Achim. Sprit noch sehr, sehr gut berechnet. Und die Nummer 1 für unseren Achim. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr geil. Nochmal mit einer 2.11er Zeit. Dann haben wir den Blitz hier auf der Nummer 8. El Clubo kommt jetzt hier auch noch über die Linie auf Platz 9. Und 10 unser Kollege schon abgewunken, unser Pullman. Der Ami, echt Hammer. Der ist mal verführt. So. Pole Position, schnellste Rennrunde, Sieg für den Achim. So, Freunde. Sehr, sehr geil. Hier, wir gehen nochmal schnell das Rennergebnis durch für euch. Hier Achim auf der 1, dann unser Landes auf der 2, Philips auf der 3, Sil auf der 4, 5 Daniel, 6 war unser Afri, 7 unser Patrick, 8 war der Blitz, 9 El Kloppo, 10 unser Coolman. Hier eine Zeit, 2, 11, 5, 7, 8, zack, andere Seite, 17. Runde von unserem Achim, der Bekloppte aus Österreich, hat es wieder mal gemacht, sehr, sehr stark. So, bitte noch dranbleiben, wir machen gleich noch die Interviews. Mal gucken. Eine Buddy. Wir starten eine Group. Die Blumen Group habe ich hier, die Liga 4, genau. Keine Freunde vorhanden. Das ist natürlich super. Das ist Weltklasse. Der Achim. Dann haben wir unseren. Ja. Also wir bestellen auf jeden Fall den Achim. Und dann müssen wir nochmal gucken. Ob wir den Philips heute mit reinbekommen. Dann haben wir. Klopfer war es nicht. Kini war es nicht. Ja, Achim, einen wunderschönen. Hallo miteinander. Servus. So, dann haben wir den Landes noch. Und hat der Philips mittlerweile meine Freundschaftsanfrage angenommen? Weißt du was? Ich hat vergessen weiterleiten. Stimmt, ja. Na, aber wenn er sie nicht angenommen hat, dann hört er es ja jetzt. Schnell annehmen. Jetzt warte mal, hinzufügen. Genau. Und dann schauen wir mal. Nein, dann müssen wir nochmal suchen. RS war das doch, oder? Philips. Genau, RS. Halt, muss ja, warte mal. Unterstrich T, Philips oder so. Genau, Unterstrich. T. Ja, Landes. Mindest. Guten Abend. Ja, servus. Ja, servus. Ja, mit Deutschland eigentlich. Ja, eigentlich servus, ja, ja. Oder? Sagt man doch euch. Servus, ja. Servus, Mahlzeit. Grüß euch. Ja, RRS unterstrich Groß T unterstrich Philips mit einem L und einem P. Dann schauen wir mal, ob man noch. Ah, da ist er. Hat man eine Freundschaftsfrage angenommen? So wie es ausschaut. Sehr gut. Schauen wir mal. So, Freunde. Ja. Achim, es war wieder mal langweilig. Dankeschön, dass du da warst. Nein. Also. Ich habe mir gedacht, das wird halt echt enger. Das, weil mit dem Mercedes bin ich jetzt nicht so warm. Erst heute ein bisschen besser. Ja, sagen wir mal, es ist so, es war auch eng. Auf Platz 2 und 3. Da kann der Leines ein Lied davon singen. Stimmt allerdings, ja. Also, es war Bock. Ein bockstarkes Rennen, allgemein. Es waren immer wieder Zweikämpfe, wie gesagt, SS und so weiter war manchmal schon gefährlich, muss man schon wirklich dazu sagen.
Die zwei haben sich bis zum Schluss eigentlich gegeben, der Kollege Leindes und der Kollege Philips. Es war schon, muss man schon sagen, schon echt geil anzusehen. Na? Ja, ich weiß nicht, ob Philips noch kommt, aber Prost. es hört. Ich hoffe, dass er kommt. Ich hoffe, dass er kommt. Wenn nicht, dann, weil ich würde gerne die Interviews eigentlich zu dritt anführen. Genau. Wenn nicht, könnt ihr nochmal bitte anrufen, der wohnt kennt, bitte mal in den Chat. Wäre ganz geil, weil dann haben wir nämlich die zwei Also ich Streit. glaube ja, dass das Mikrofon immer noch hin ist. Ich glaube, der kann gar nicht reden. Ja, genau. Naja, also er Der sollte will reden nicht zumindest. reden. Ah, der will nicht Ich reden. glaube, Sehr der will gut. nicht reden. Er ist auch kein Thema. Vielleicht, ja. Sehr gut. Wir fangen dann mit Laien das im Endeffekt mal an. Wie hast du das Duell mit dem Kollegen Philips erlebt, nachdem er ja dann, wenn zum letzten Boxstopp, kam er ja auf einmal neben dir wieder raus? Ja, das war ein bisschen knapp, war das mit dem Außerfahren. Wir haben uns da touchiert beim Vierfahren, aber es ist ein mega Rennen. So fair wie der fährt, das ist unglaublich. Das ist ganz, ganz selten, dass man wirklich nach der Konrad Street anbremst und man kriegt keine von hinten. Das ist perfekt. Also das hat er echt toll gemacht, der Philips. Ja. Vielen, vielen Dank, Also. Saturn. Vielen, vielen Dank für deine Bits. So, also es war schon echt hammerhart. Also EGTL allgemein ist wirklich sehr, sehr fair, muss man dazu sagen. Und ich finde es halt einfach auch super schön, aber auch von euch, dass ihr auch da euch immer Platz lasst. Na? Weil es Das auch war nicht sie immer. nicht. Ja, doch, also Das. ja, du in dem Fall nicht, aber wie gesagt, bei euch war es so wirklich sehr, sehr eng beim Landes und beim Kollegen Philips. Philips. Okay, zwar, die wissen schon, was sie tun. Ich glaube, die im ersten Rennen Wartelisten, da war es eigentlich nur uneins, aber ich glaube, jetzt ist halt einfach der Respekt auf der Strecke, oder? Kann ich mir Perfekt. vorstellen. Ja, super. Wahnsinn. Also, er war 3 Zehntel hinter mir in der letzten Runde auf der Konrad Street und da bist du normal mit der Corvette immer schneller. Immer. Und ich habe einmal, ich bin links rechts, dass er keinen Windschatten kriegt und habe mich dann auch links positioniert und er hat nichts probiert. Also er hat wirklich nichts probiert, dass er jetzt irgendwo noch mit Gewalt reinfährt. Lindes, Das wie viel war da war schon auf dem Start? Sechster, glaube Okay. Ja. ich. Ich komme nicht weg mit dem Scheißkübel. Ja, verstehe, ja. Naja, Das ist gut, aber echt, du wenn es die kannst sogar ohne Traktionskontrolle Traktionskontrolle. dementsprechend hochschrauben würdest. Na, Ach das Gott, der bleibt funktioniert da stehen im beim Auto. Start. Echt? Ja, da kannst du sogar ohne Traktionskontrolle, der fährt sofort mit die Touren in den Keller und kommt nicht weg. Okay. Das mit Halbgas fast besser ist wie mit Vollgas weggefahren. Das ganze eigenes Auto. Okay. Ja, Aber gut. nachher ist er voll gut zum Fahren. Ja, nachher Ziemlich ist er schnell. mega, ja. Ja, muss man schon sagen. Also, es war, wie gesagt, ein spannendes Rennen bis zum Schluss, muss man auch sagen. Hast du nicht immer. Das finde ich aber auch gerade das Geile, ne? Weil du hast 50 Minuten und wenn du da, wie beim Achim, leider 50 Minuten nichts zu tun kriegst, aber trotzdem gegen sich selber, weil Ich habe schon alle deine. Hände voll zu tun gehabt, so ist Ja, nicht, gell? logisch. Jetzt Frage. Du hast, wo du aus den SS runtergekommen bist, den Berg auf der langen Geraden, hast immer einen Schlenkerer drin gehabt. Links, rechts, links, rechts. Warum? Ich bin jetzt diese Woche war das, oder? Wo die Special Stage Route X in die täglichen Rennen drin war. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man lang gerade fährt, dass dann die kommende Kurve ein bisschen schwer zum Anbremsen ist, wenn die Reifen nicht warm sind. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ab und zu mal ein bisschen Bewegung. Vielleicht bringt es was, vielleicht bringt es gar nichts. Weil ja im Endeffekt Einfach nur hat sich, probieren. genau, Also. in der einen Situation oder in der Runde hat sich ab und zu mal die lila Zeit gekostet. Ah, schon? Okay. Aufhand Ja, ihr des, habt. weil du deinen Schlenker drin gehabt, in der einen Runde hat man es genau gesehen, da war ich genau nämlich drauf. Da hast du nämlich den Schlenker drin gehabt und genau das hat dir die Zeit gekostet, dass du nochmal Purple Zeit hast. Okay, ja, wurscht. Ist mir Es gleich. war schon, ich bin wirklich gespannt, was dann auch die Liga Nummer 3 zusammenbringt. Deine österreichischen Kollegen oder eure österreichischen Kollegen haben wieder mal den Chat zerbombt. Na? Super, Ja. perfekt. Genauso will ich das haben. Ja. Ja, sie fragen immer, wo die Gegner sind. Habe ich also irgendwann gemeint, naja, die kommen halt irgendwann im Laufe des Rennens wieder. Ja, es ist Gegner sein ja da. Es ist nur einfach, ich stress mich da selber im Vorfeld. Ich habe jetzt eigentlich auch mit allen, die ich drüber geredet habe, für den Sonntag habe ich auch gemeint, es wird jetzt diesmal wahrscheinlich sehr, sehr knapp. Weil ich kannte mich, soweit ich mich richtig entsinne, bin ich mit dem Lindes in einer Lobby gewesen.
Und da ist der Lindes 2:11:07, 2:11:05 solche Zeiten gefahren. Und dann haben wir gedacht, boah. Bringt es nicht aus. Wenn es dann um was geht, dann geht's nicht mehr. Wenn ich so trainiere, ist komplett wurscht. Ja. Da ist Ja, das und ich Glück, ist sag's dir eins, ermäßigt. das ist genau das Feine, wenn du vorne fährst, dann kannst du dein eigenes Tempo fahren und irgendwann einmal hast du genug Polster um die um, da wo du sagst, und jetzt kann ich mich ganz safe wiegen, jetzt kann ich da mal eine volle Runde fahren, egal was passiert, da kommt man eh nicht aus und da hast du das Selbstbewusstsein. Aber wenn man dann irgendwo hinten drin steckt oder mit jemandem im Infight ist, dann fehlt einfach Ja. das. Und ich glaube, sobald du das abgeleckt hast, dass ein Dritter die Suppe verdirbt, dann bist du nah dran, eindeutig, weil am Mittwoch bist du noch mal schneller unterwegs gewesen wie heute. Mike sogar. Ja, das hat man auch gemerkt. Also ihr beiden habt dann, wo der eine immer vorne war und dann wirklich nah dran war, dann habt man gemerkt, dann ist so langsam minimales Flattern ein bisschen gekommen. Weil einfach dieser Druck, dieser permanente Druck, dass der eine hinten wirklich die ganze Zeit auf den Keks geht. Du hast es gemerkt, weil du willst ja deine Runde sauber fahren, aber du musst ja die ganze Zeit verteidigen. Ne? Und das ist dann wiederum, was einige nicht können, aber ich habe das beides bravourös gemacht. Ne? Natürlich hast du mal einen Quersteher gehabt, ne? Hast du mal ein bisschen einen Schlenker da drin gehabt, das habt ihr aber beide gehabt. Aber das macht es ja Zum gerade Glück. aus. Ja. Zum Glück hat das der Philipp auch gehabt. Aber Ja. es war in der Warteliste schon so, da fährt der Achim und mit mir fährt man um den zweiten Platz. Ja. Ja, also von dem her ist es echt gut, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht die Motivation auch fürs nächste Mal, Lindes, noch wegen mehr, um den Kollegen Achim noch wegen mehr in die Bredouille zu bringen. Es gibt Pokale zur neuen Saison. Ja. Es gibt Pokale. Ihr habt da, wenn ihr mal einen Stream anschaut, ich habe die dann quasi bei mir, habe ich sie drin. Ja, so ein hätte ich gern. War Ja, fein. ne? Also es ist ein anderer Pokal, wie die anderen haben. Ich finde es ganz geil. Es ist mal was anderes vom Pokal, ne? Aber. Wie gesagt, die Motivation ja einfach nochmal da, so ein bisschen noch mehr aus sich rauszukitzen, um dann vielleicht doch Platz 1, 2 oder 3 dementsprechend dann den Pokal zu gewinnen. Ja, ne? Also von dem her. Pokal werde ich keinen kriegen, weil ich habe schon einmal auslassen, kann man sagen. Wieso? Die Ja, Tabelle das ist ist ja ein doch. Streichresultat. Warum? Die Gibt's ja Tabelle keins ist mehr, doch. oder das ja? Ja, Lindas, wenn du die restlichen Rennen fährst, dann sammelst du die Punkte und das andere Rennen wird gestrichen. Hast du rechtzeitig abgesagt, alles hat gepasst, oder? Na, ich glaube, das ist weggefallen jetzt. Jetzt wird nochmal das schlechteste Ergebnis gestrichen. Nicht mehr das Nein, Dings du ja kannst gut, aber. ja. Also ich habe das so verstanden, dass man auch mal auslassen kann als Streichergebnis. Und zum Ja, ich Beispiel muss ja sagt, nur boah, mehr auslassen, das ich habe ist ein das wenig ein eine Problem. Mal. Ah, okay. Ja, dann. Am 6. Juni muss ich nur mehr auslassen, das ist ein bisschen. Sechs Aber schauen wir Juni. mal, vielleicht kann ich ein wenig Ja. früher von Urlaub heimfahren. Ich glaube, Oh ich je. muss auch irgendeins muss ich auslassen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches Datum das war. Aber Das wahrscheinlich. wird auf jeden Fall spannend für die Meisterschaft dann. Ich blende euch gleich nochmal die Tabelle quasi ein, was wir quasi vor dem Rennen gehabt haben. Ah ja, wie immer, danke Cosi fürs Streamen, gell? Ja, Super, das ist danke doch schön. Hey. selbstverständlich quasi. So, die Tabelle habe ich nochmal eingeblendet. Wie gesagt, Leiden, das hat sich ja jetzt nach vorne geschoben, dadurch, dass er ja jetzt mehr wie 3 Punkte hat. Na? Und der Blitz ja natürlich ein bisschen federn lassen musste. Philipps hat sich jetzt auf 2 vorgeschoben. Also, wie gesagt, das wird auf jeden Fall spannend. Na? Und ich bin gespannt, was nächste Woche so abgeht. Check ich gar nicht. Also, es sind nicht immer 30 Punkte und 3, wenn alles passt, oder? Was stehen 32 statt 33? Wahrscheinlich bist du über Boxenlinie gefahren. Dann hast du minus Na. 1. Na, das tat Hast ich doch wieder nie. was beschissen? Komm, gib's Das zu. würde ich doch nie tun. Warte mal, Ja. wo ist das letzte Rennen? Was war das für eine Strecke? Hilf mir schnell. Red Bull Ring. Red Bull Red Ring. Bull Ring. Okay, keine Strafe, gar nichts. Er muss mit der Teamleitung. Also, wie gesagt, irgendwo wirst du ja dann. Ja, gut, du hast ja Punkte Schauen wir gehabt mal. für Pole Position gehabt und schnellste Runde. Das müssten Ja, jetzt. das ist glaube ich wurscht. Da geht es mir um die Fairness-Punkte. Du kriegst 3 Fairness-Punkte, wenn du fehlerfreies Rennen fährst. Ja, vielleicht Irgendwas hast du es muss da nicht gewesen gehabt. sein. Vielleicht war Muss es ich nicht mal fair. schauen. Man weiß es nicht. Vielleicht war es Ja, einfach. vielleicht war ich nicht fair. Du Ja. warst einfach Vielleicht zu hat jemand schnell. Sagen wir es mal gemerkt, dass ich cheat die ganze Zeit. Ich fahre Genau, nur du mit warst dem einfach zu Handstand. schnell. Dafür hast du einen Ja, ich tue Punktabzug mit die bekommen. Füße lenken und mit die Hände Gaspedal und Also, bremsen. da muss ich ja sagen, wenn wir es jetzt gerade davon haben, ich habe ein Video gesehen und das ist allerhöchster Respekt. Es gibt ja Leute mit Einschränkungen, das wissen wir ja alle. Ich habe ein Video bekommen von meiner Arbeitskollegin, da hat einer mit dem Controller auf dem Arm, weil er keinen rechten Arm gehabt hat, auf der Schulter gezockt.
Und dann habe ich ein Na Video klar. gesehen von einem, der driftet mit den Füßen. Ne, ist schon krass, oder? Wenn Alter, man mit jetzt mal den ganz Füßen. kurz darauf schaut, was der Alex Zanardi für Motorsportkarriere gehabt hat, also Ja. bitte. Das Ja. muss erst einmal jemand nachmachen, gell? Es ist einfach die Motivation und dann außerdem nochmal da hinzusteigen, weil du bist ja eigentlich in deinem Unglück, kehrst du ja eigentlich zurück. Ja. Und von dem her muss Aber er höchster tipptopp, Respekt, wie gesagt, mit den Leuten, die Anstellung haben und hier auch Simracing betreiben oder Motorsport, gehört einfach dazu und es gehört einfach sehr, 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 sehr geil. ich glaube, es ist auch an der Stelle mal aufzuklären, dass das halt ein Witz ist, gell? Dass ich ohne Arme oder ohne Beine fahre. Das schreiben halt die Leute die ganze Zeit. Ja. Weil das hat schon ein bisschen für Verwirrung gesorgt, Nee, aber. nee, also wenn es jetzt wirklich so wäre, dann natürlich allerhöchsten Respekt, aber hier nochmal aufgeklärt, Ja. Achim ist ein vollständiger Mensch mit Armen und Beinen. Ja, ich hab noch alles. Genau. Naja, du musst halt zur Not, musst halt mal in Discord schreiben, wie du ausschaust, ne? Musst halt mal ein Foto machen. Ne? Nein. Warum? Du kannst einen Helm aufsetzen. Du kannst einen Helm aufsetzen, ist kein Problem. Ja, das Dick. Der Ja. bin Genau, ich. richtig, ne? Die Also nur Jungs. ganz kurz, weil ich gerade eben sehe im Chat, das hat eh ganz gut funktioniert. Bitte jetzt auch nichts spoilern, aber ich muss jetzt sofort weiter, weil ich schaue seit 1999 mit meiner 66-jährigen Mutter fast jedes Formel-1-Rennen und wir schauen heute verspätet wegen der Liga 4, was sehr selten passiert. Und ich möchte halt nicht wissen, wie es steht oder sonst was, aber ich würde mich an der Stelle schon verabschieden. Es tut mir leid. Alles Ich klar, kein tat es Problem. ganz schnell aufgefetzt zu Mama, dass die auch eine glückliche Frau sein kann. Genau, richtig. Vielen, Ja. vielen Dank, Achim, dass du da warst. Danke auch dir, Danke Landes für alle, hier. die zugeschaut haben, wieder, wie immer. Danke an die Mama selber, die was auch zugeschaut hat und dafür auch noch Genau. verzichtet hat Grüße auf an die Formel 1. Mama. Okay. Genau. Und Grüße ans RRS-Team. Ohne diesen Team würde ich das nicht machen. Richtig. Niemals. Jo. Vielen, vielen Dank, Ecofu, Was? für deinen. Lindes, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche bin ich fix dabei. Ja, gratuliere Passt, nochmal zum geil. Sieg, souverän. Ich habe mir am Dankeschön, Donnerstag gratuliere zum gedacht, ich Podium. kann das agieren. Aber wieder Naja, ich nicht. habe ja auch gedacht, habe ja auch gedacht, ja. Genau. Also entlass mir in Achim und viel Spaß mit deiner Mama und schöne Pfingsten noch. Wir gehen weiter Ja, zum danke, Prippe. Ich Eva. rede euch zum Prippe weiter. Also bleibt dran. Liga Nummer 3, EGCL Sonntag. Geht weiter. Wir schmeißen euch rüber. In diesem Sinne. Macht Pausen, ich es bin gut und draußen. immer Was? Dosenbier saufen. Ich sehe ein Ciao. Flaschelbier. Genau. Bitte, dann Tschüss. werde ich mich Servus. auch Ja. verabschieden. Schönes Pfingstwochenende noch und schauen wir, was geht. Genau. Ja. Servus. Ne? Wie man so schon Servus. sagt bei euch. Servus. Ciao. So, weiter geht's beim Prüppe, liebe Zuschauer, und dann sehen wir uns dann dort.